Also willkommen zurück zum lustigen Fliegen mit dem Spiel, das sich da Elix nennt. Wir hauen jetzt dieses, keine Ahnung, was das hier da vorne heißt, aber wir hauen es jetzt auf jeden Fall um, was alleine ist. Ist ein Skeks? Ist ein Skeks. Die Skeks haben vor allem immer noch einen Totenkopf dran. Wir müssen wieder kein Problem mehr machen. Die gehen sogar kaputt, bevor uns das Mana ausgeht. So, wir sammeln übrigens Riesenkraut, weil das brauchen wir, um noch mehr Skeks. Ich finde das scheiße, dass wir durch das Schild fahren. Ich brauche ein größeres Schild, so ein Turmschild. Bringen wir noch 120 XP? Wie sieht das Riesenkraut überhaupt aus? Das ist Riesenkraut? Davon habe ich offensichtlich noch nie welches gesammelt. Danach müssen wir zurück zu Connor, die müssen wir immer noch für die Kleriker zu einem besseren Leben überzeugen. Welches Level bin ich eigentlich gerade? Ich bin Level 20 und ich bin legal. Schön. Dann wäre der Zweifel auch besiegt, den ich vorhin hatte. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall einer von den leichteren Sammelquests. Also Ava hat sich verändert. Über die Zeit durch den Unhold. Jetzt die Frage, wie viel von der alten Ava noch übrig ist. Wenn ich mir. Vor allem, wie sie haben es ja nicht geschafft, zu dritt verbannt zu werden. Das ist ja schon eine Leistung an sich. Interessant, dass die Berserker eigentlich auch so schnell dabei sind, einfach irgendwie einen guten Magier zu verbannen. Was sind die Party ins Kai? Ist nicht zu übersehen. Wenn wir schon aber gleich noch was erfahren. Ich ahne ja leider das nicht. Schwarz, schwarz, schwarz. Hast du mir geholfen, hätte die Dinge so zu hauen? Obwohl der Riese bewacht ja sein Vorkommen. Riesenkraut. Flaschen. Achso, eins hatte ich schon vor, oder was? Nun gut, rennen wir wieder zurück. Sieht sich übrigens schon mal ganz schön hier. Du hast keine Berserker geworden. Ich hätte Level 25 für Erzberserker werden müssen, aber hätte ich nicht erstmal irgendwelche anderen Ränge haben müssen? Ich würde mir denken, das ist parallel, weil für Legat muss ich ja Level 24, muss ich Level 15 werden. Für den zweiten Rang. Also sie ist ja immer noch am Meditieren, sehr schön. Jüttach aber. Wegen deines großen Freundes. Was ist mit ihm? Was Spezielles, ach so. Ich hab das Riesenkraut, das du wolltest. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Einen Moment. Ich werde es meinem Kleinen zu essen geben. Ja, das werden wir ja sehen, wie du denkst, Erika. Da würde ich mich noch nicht vorzeitig spoilern wollen. Er hat alles gegessen. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Das hier ist das Mindeste, was ich dir geben kann. Oh, zwei reine Alex und fünf große Heidrich, die sind das Beste. Die Alps bei deiner Hütte sind tot. Dann haben sie nichts außer ihrer gerechten Strafe erhalten. Auch wenn jedes Leben wertvoll sein sollte. Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass sie weg sind. Ich werde mich um ihre Körper kümmern und ihnen ihre letzte Ruhe zukommen lassen. Wie dem auch sei, vielen Dank für diese Nachricht. Ich habe nicht viel, was ich dir geben kann. Ich hoffe, das wird reichen. Danke für alles. Oh, ein Werkerhelm. Wow. Hat sie mir vorhin nicht vorhin gegeben? Es tut gut hier dran. Kaya? Wie geht's? Alle. Immer noch gut. Mit dem Vieh können wir wahrscheinlich nicht reden, oder? Nö. Na gut. Hackt das hier vor allen Dingen Holz? Die Axt sieht so ein bisschen so aus. Na gut, dann zurück zu Connor, wegen dem wir ja eigentlich hier sind. Ich hoffe echt, wenn dann Kaya nicht mal mit mir reden möchte, weil das ist... Hier sind dann so viel Alex-Vorkommen, Alex-Minen vorbeigelaufen und. Sie meinte, sie meldet sich im nächsten Mal, wenn sie mal was sieht. Wir schleppen die jetzt schon echt lange mit uns rum und das hat dir noch nie was gesagt. Ich bin schwer enttäuscht. Ich die Kiste noch hier. Diese Kalans, göttliche Mission. Wer auch immer dieser Gott ist. Müsste ich die Hinweise weiterfolgen? Jetzt, wo ich den dritten Hinweis gefunden habe, könnte ich auch versuchen, den vierten zu finden. Ich ahne mich schon, wo er ist.
Es müsste theoretisch in den Fabriks, in der Fabrik Ignadon sein. Weil da stand, glaube ich, genauso eine Gaskessel rum, wie auf dem Bild waren. Wieso könnte er sich mit wer 0, nichts bauen? Haben will? Ja, das Problem ist, glaube ich, dass ein Riese relativ grobmotorisch ist. Und das ist bestimmt nicht so gut. Sprechen die eigentlich von diesem Tal hin? Das ist über die Gnome oder Burg, die Bude hier bewachen? Gibt's hier eigentlich noch zu plündern? Ein Rezept Apfelstaff. Düm, 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 düm. Schon. Plasmazellen. Hat er nicht gemeint, hier ist nichts mehr? Ist ja gute Tankstelle, wo es Plasmazellen gibt. Geowand. Dietriche. Anleitung für was denn? Antitoxin. Das ist echt nicht gut. Kalamposter, Hauptsache hier hängt ein Kalamposter da. Da muss natürlich unbedingt aufgehangen werden. Guten Tag, Connor. Hier. Hier, das rohe Fleisch. Und noch frisch. Klasse. Da, meine Notreserve aus dem Stiefel. Riecht natürlich nicht ganz so frisch wie das Fleisch, aber ist dafür sicher vor Taschendieben. Mein vierbeiniger Freund wird die Mahlzeit zu schätzen wissen. Ah ja, übrigens, die Kleriker brauchen eine Unterstützung. Die Kleriker brauchen Unterstützung. Wieso? Ist ihnen das Blech ausgegangen? Könnte schwören, dass sie ihre Schrotthaufen im Minutentakt stanzen. Außerdem kannst du ruhig Klartext sprechen. Ist doch offensichtlich, dass du zu ihnen gehörst. Was? Wir brauchen jeden Mann, nicht nur Maschinen. Eins vorweg, ich bin nicht unbedingt abgeneigt. Aber ich kann nicht einfach alles so stehen und liegen lassen. Das wäre? Na, wer kümmert sich dann um meinen Hund? Mitnehmen kann ich ihn schlecht. Und ihn einfach davonjagen, bringe ich nicht übers Herz. Soweit ich weiß, wären nur die Leute vom Duke bereit, sich um ihn zu kümmern. Aber billig wird das sicher nicht. Die tun nichts aus Nächstenliebe. Zumal sie ihm das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie rauskriegen, dass ich mich ihren Erzfeinden anschließen will. Er will freiwillig mitmachen, ne? Das hier sollte reichen, damit sie keine Fragen stellen. Du lässt dir meinen Beitritt ja einiges kosten. Dann braucht ihr wohl wirklich jeden Mann. Aber gut, ich bin dabei. Du bleibst für den Moment still und wartest auf eine Abordnung meiner Leute. Sie werden dich bis zum Hort begleiten und dir alles weitere erklären. Gut, dann warte ich einfach mal ab. Wir sehen uns das nächste Mal dann wohl in Ignadon, Kamerad. Ich frage mich, ob das Schwierigkeiten gibt, dass ich den Typen mit Geld rekrutiert, aber Dings. Wer meint der, es wäre nicht abgeneigt? Das war irgendwie die Geschichte mit dem Hund nicht einfach eine Ausrede war, um davon zu kommen. Das wäre natürlich schnelles Denken von ihm, wenn er sich direkt da wusste, dass es. Dass die Kleriker halt sonst mit Hypnose rekrutieren. Na, den armen Sieg wollen wir nicht mal einlassen, ne? Das ist ja. Mach's gut. Ah ja, gut. Nun gut. Haben wir das auf jeden Fall. Na gut, da steht doch hier zum Not zu ihren Glückszwingen. Wahrscheinlich, dass Kaya in keiner Weise reagiert. Aber was, ja, da Bob. Krater? Nee, warte, wo war denn dieses Industriegebiet? Das hatte ich irgendwo entdeckt. Hangar? Oder habe ich den Weg. Ja, da vorbegelände Vulkan. Hier. Da stehen noch drei Gasspeicher rum, oder nicht? Ist davon eventuell einer kaputt? Ich weiß aber woanders, wo ich die kaputten Gasspeicher gesehen habe. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Oh doch, warte mal. Das sieht gut aus. Hätte ich damals schon die Brille gehabt, hätte ich das sofort entdeckt. Vier Häuser. Hm, da hängt noch etwas dran. Der vierte Hinweis. Haha. Der Hinweis bringt wahrscheinlich wie immer nichts. Das blaue Haus ist 8 Jahre alt. Das sind so viele Informationen über die Häuser, das will ich halt gar nicht wissen. Foto 5, ach ja, das war der. Gib ich Le Chef. Bitte, das Bild Nummer 4. Das sieht sehr so aus, als wäre es in Ab. Nicht in besser in Tavar. Ich glaube, ich weiß wo. Da gibt es nicht so viele Industriestandorte. Obwohl, jetzt, wo ich drüber nachdenke, doch. Aber ich glaube, das ist hier direkt beim Eingang, oder? Tavagebürger ist ja da, wo ich reinkam. Und das? Sandy Pines? Und hier, da ist der Industriepark hier. Der würde sich anbieten, oder? Ich würde mal sagen, ob die Müll in die Kisten, der da ist.
der Müll in der Kiste in deinem Haus? Ach so, das meinst du. Ja. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich kann alles einlagern, ne? Weil das ist. Ich gebe dir recht, weil das ist echt viel Krummscrollerei. Vor allem, weil ich irgendwie. Ich kann die Dokumente ja auch verkaufen, zum Beispiel. Das sind die Pines. Gibt es hier nicht irgendwas Schönes noch? Letztes Mal habe ich ja. Bin ich hier panikhaft durchgerannt. Blatt Nummer 3, das kenne ich auch schon. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Rezept Hochleistungssuppe. Das Ding heißt wirklich Hochleistungssuppe. Tagebuch einer Kellnerin, Teil 1. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Was? Das war wohl nichts. Och, Freunde. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Was ist das Ding? Ja, ich weiß schon, welcher Schlosstyp das ist. Das war wohl nichts. Ach, nein, doch nicht. Ich weiß doch nicht, welcher Schlosstyp das ist. Mann, 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 Mann. Zu einfach. Ja, zu einfach. Drei Versuche gebraucht. Heilpflanze, das war zumindest viel Zeug drin. Ne? Tabrenner Kelle. Nummer 1. Na gut, lesen wir mal das Tagebuch einer Kellnerin Teil 1, weil wir anscheinend Teil 2 nicht finden. Scroll, 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 scroll. Sandy ist ein Mistkerl. Irgendwann schmeiße ich die Arbeit hier hin. Sobald ich genug Geld zusammen habe, bin ich weg. Dann werde ich mir einen besseren Job suchen. Wenn ich das Geld für die Abendschule habe, werde ich mich bei der Infinite Skies bewerben. Die zahlen auch wesentlich besser. Er lässt einfach zu, dass ich mich ein paar seiner Gäste dumm anpöbel. Am meisten Angst habe ich vor dem Kerl, der schon seit über einem Monat in dem letzten Zimmer oben wohnt. Er starrt mich immer an. Hat er denn kein Leben? Das Einzige, was er macht, ist immer am gleichen Tisch zu sitzen und in sein vollgekritzeltes Notizbuch zu schreiben. Wahrscheinlich hält der Kerl sich für einen Künstler oder so. Das ist doch schlimmer als die Typen, die mir aus Versehen an den Arsch grapschen. Sein Blick macht mich verrückt. Heute beim Abwasch habe ich Radio gehört. Gott, meine Hände zittern. Das war ein Mann, der behauptet hat, dass bald ein Meteor alles zerstören wird. Es war nur ein Verrückter, der sich ins Radio gehackt hat. Ruhig, ganz ruhig. Seine Durchsage plötzlich unterbrochen. Er war verrückt. Sandy gibt nichts auf die Gerüchte. Er will das Diner geöffnet lassen. Ständig kommen Leute vorbei und alle suchen einen sicheren Ort. Aber sie gehen in unterschiedliche Richtungen. Heute Mittag ist eine völlig aufgelöste Frau aufgetaucht. Sie wollte unbedingt ein Zimmer neben das Mr. Creeper haben. Ich habe versucht, ihnen das auszureden, aber sie war schon kurz vor einem hysterischen Ausbruch. Ich habe Sandy gebeten, mich gehen zu lassen, aber er will nichts von einem Meteor hören. Hm. Das war dann wohl Arvid, nehme ich mal an. Ob Arvid durch Zufall recht hatte, also dass er halt quasi Untergangsprophet war und einfach behauptet hat, die Welt geht unter, der hatte dann halt irgendwann, ich meine, wenn die Welt sowieso untergeht, dann hat man halt mal recht. Ach, guck mal, Riesen, nee, das ist ein kleines Heiko, das ist doch genauso wie Riesenkot, oder nicht? Ich kann Sand nicht leiden. Er ist ein Zeuge des Todes. Was? Das kann man natürlich auch so sagen. Eventuell ist es auch doch nicht da, wo ich denke, weil das ist ja so eine Straße am Berg. Mehrere Gasspeicher. 3. Gucken wir mal, ob das die Bude ist. Nee. Hier sind zwar Gasspeicher, aber das ist nicht das gleiche Dings. Nee, hier sind wir falsch. Das ist nicht der richtige Ort. Müssten Rohre gehen sein, die über eine Straße gehen. Wo haben wir denn sowas? Da sind Biophoniken. Hier, hier, warte mal, hier. Hier, da! Das ist unser Ort. Hundertprozentig. Ziemlich wahrscheinlich. 99%. 95%. Recht bestimmt. Was soll ich jetzt noch umsetzen? Dann müsste vorne genau da sein. Wer zur Hölle ist denn Lucy? Bist du unsere Verstärkung? Nein. Nein. Oh, du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat.
Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Aha. Halt die Augen auf. Ah ja. Na, dann haben wir also Lucy kennengelernt. Schön. Natürlich auch ein schönes Vorbild. Das ist, ja, mein Vater hat nämlich die Leute weggepustet. Das habe ich mir immer als gutes Vorbild genommen. Aua! Ach, wer liegt denn hier mitten in einem... Ach, wer macht denn sowas? Oh, hier ist ein unauffälliges Loch. Also wirklich, wer liegt denn bitte schon mitten in der Wüste eine Mine hin? Ja, zumindest ist das hier unser Ort. Nur noch reingucken, ob wir reingucken und direkt angegriffen werden sollen. In sieht erstmal ruhig aus. Vier Häuser. Hm, da hängt noch etwas dran. Halbes Bild und vier Häuser Teil 5. Was, Loletaria? Was? Na gut, das kann ich mir sparen. Ich hab den nächsten Hinweis ja schon gefunden, aus Versehen. Das blaue Haus ist etwas grüner. Ich bin sehr glücklich, dass ich den sechsten Hinweis schon gefunden habe, weil ich hätte den auf keinen Fall... Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja, gewiss, aber ich hätte den auf keinen Fall damit gefunden mit dem anderen Zeug. Schnaps, ja, nichts drin. Ach, da habe ich mal die kleine X-Trinke. Was ist denn das ja jetzt eigentlich noch für eine Ruine? Das ist ja anscheinend irgendein Fabrikgebäude. Gibt's hier noch... Wie verändert das denn? Ah ja. Ich kann natürlich einfach mal Kaya vorschicken, die Minen einfach für mich entschärft. Das macht mein Leben erheblich einfacher. Geschoss. Och nein, warum kann ich mich denn irgendwo hinsetzen? Das ist so dumm. Schnaps. Guck mal, hier ist schon wieder so ein... Nee, doch nicht. Ich hatte gerade gedacht, die Reisetasche wäre so ein Rucksack, den wir ihn schon öfter mal gefunden haben. So ein total Leuchtteller. Ist der oberste Ort? Nee, ist nicht der oberste Ort. Na, anscheinend ist das hier einfach nur ein komplett sinnloser Ort. Komplett sinnloser Ort. Hm. Da unten ist noch ein komisches Wüstenvieh, aber das ist mir jetzt nicht so interessant. Hm. Okay. Nun gut, da müssten wir eigentlich mal bald einen Bericht erstatten, oder? Zumindest gerne mal sehen, wie die Mission hier ausgeht. Mit dem Rekrutieren. Ob jetzt Balder ganz zerstört. Wir müssen da hinten eigentlich Eis. Oder ob es hier wieder irgendwelche Probleme mit gab. Ich meine, unser Dienst an Kalan, das ist, sollte eigentlich niemand unserer Treue zweifeln, oder? Gibt ja eigentlich auch keinen Grund dafür. Mehr Treue als bei uns gibt es ja gar nicht. Pom, 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 pom. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Ja, ja. Ich hab's gedacht. Oder weil er unzufrieden ist, dass ich den einen Typen bezahlt hab. Kriegst du nicht. Ja, Balder. Grüß dich. Wegen der neuen Rekruten. Ja. Galar ist für unsere Sache gewonnen. Eine gute Nachricht. Die Sturheit der Berserker scheint keine Hürde für dich gewesen zu sein. Respekt. Ryder ist bald einer von uns. So wollte ich das hören. Er wird von unseren Leuten geschliffen werden, bis er funktioniert wie ein Zahnrad im Getriebe. Und das haben wir allein dir zu verdanken. Großartig. Ja. Connor sollte bald eintreffen. Ich habe Meldung erhalten, dass er schon eingetroffen ist. Nur lässt man ihn aus irgendeinem Grund nicht durch das Tor. Ist dir etwa ein Fehler unterlaufen, als du ihn angeworben hast? Eigentlich nicht. Dann klär das mit Xander. Komm zurück, wenn die Situation bereinigt wurde. Na, ist aber freiwillig gekommen. Ich hätte ihn anscheinend doch suggestieren sollen. Verdammt! Warte, ich kann einfach zum Tor reisen. Oder möchte ich den Zander einfach nicht reinlassen? Ach, der andere Typ steht ja auch. Haha, das ist. Wie lange die irgendwo noch rumstehen möchte? Ich glaube, ich kann einfach an ihm vorbeirennen, oder? Der quatscht mich ja nicht an von alleine. Die großen Höhle von Ingardon. Eigentlich bringt das auch gar nichts. Quick Save.
Der Penner am Tor will mich nicht reinlassen. Erst schickt er die Leute weg, die mich abgeholt haben, und dann stehe ich mir die Füße wund. Ich dachte, ich bin jetzt dabei. Klär das. Sander? Warum lässt du Connor nicht passieren? Weil sein Gesicht haargenau auf einen Kerl zutrifft, der einen meiner Händler überfallen hat. Natürlich streitet er alles ab, aber ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. Und so einen Kerl werde ich niemals meinen Kameraden nennen. Mehr hast du nicht gegen ihn in der Hand? Ich biete meinen Händlern Schutz, dafür bezahlen sie mich. Ihn einfach durchzuwinken, würde gegen meine Prinzipien laufen. Zander hat auch nur Probleme. Also aus den Augen. Tot oder lebendig. Er könnte für die Krallen arbeiten. Der? Du kennst ihn doch gar nicht. Wen interessiert das? Wenn du unzufrieden mit ihm bist, kannst du ihn immer noch hinrichten lassen. Du hast recht. Schick den Burschen rein. Ich werde ihn nicht mehr aufhalten. Okay. Ich habe mit Xander gesprochen. Das war nur ein Missverständnis. Sicher? Sah mir so aus, als wollte er mir ans Leder. Ganz sicher. Und jetzt geh rein. Mhm. Das fühlt sich irgendwie so nach einem Schauspiel in vielen Akten an. Erstmal Pause machen. Vor allem, warum ist er als erstes da? Er war nicht mal der Typ, der am nächsten dran war. Ich bin mal gespannt, ob es da noch ein Nachspiel gibt. Ja, haben wir geklärt. Wegen der neuen Rekruten. Ja. Connor hat das Tor passiert. Gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass er seine Entscheidung nicht wieder revidieren wird. Aber das sollte kein Problem sein. Damit wäre die Suche nach neuen Rekruten vorerst erledigt. Die Erfolgsquoten sind immer sehr gering. Aber du hast es geschafft, unsere Reihen aufzustocken. Hier, das ist für dich aus meiner persönlichen Barschaft. Kauf dir damit, was du willst. Vergiss nicht, dich bei Reinhold zu melden. Seine persönliche Barschaft. Allein dieser Ausdruck. Barschaft. Ach. Na gut, das ist so ein Mensch wie Balder, der halt irgendwie für das, mehr oder weniger für die Kleriker lebt und atmet. Der hat natürlich wahrscheinlich nicht so viel Privatleben, nehme ich mal an, oder? Ich meine, der sitzt den ganzen Tag im Büro. Moin Reinhold, grüß dich. Wegen meiner Pflichten als Legat. Die Suche nach den Rekruten ist beendet. Ja, und du hast es geschafft, nicht nur Leichen anzuschleppen. Das ist mehr, als manch einer an deiner Stelle geschafft hätte. Und ich werde das nicht vergessen. Ja. Erledige die dir aufgetragenen Arbeiten, Legat. Ich habe noch andere Aufgaben. Was sagt man in Adelskreisen? Das hatten wir doch neulich schon, diesen Begriff mit. Ach ja, genau, das sei mein Gast. Das hatten wir da auch mit den Adelskreisen. Warum kennst du dich eigentlich mit Adelskreisen aus, Fick? Also wirklich, das hatten wir neulich schon, das Thema. Also gerade habe ich die Pflicht, mich um ihre Kunden zu kümmern, um absolute Ketzer zu bestrafen. Ich soll mich für meine Aufgaben behagen und ach so, ich muss noch zu Hagen. Wie heißt die Mission hier eigentlich? Vizekalans, na gut. Ich muss mir auch mal Gedanken machen, wie ich die Folgen auf YouTube nenne. Auch wenn sie kein Schwein mehr auf YouTube eigentlich gucken. Stehen jetzt ja nicht Roboter. Wir da oben werden das schon regeln. Die Roboter können fliegen. Muss mal kurz zu. Hätte mir vielleicht vorher die Quest bei Hagen abholen sollen, oder? Ja, ich bin nicht durch. Und ich verwende von mir. Es kommt, wie es kommen muss. Ja, gut, das ist. Ich bin gerade, ob ich vorne zukenne. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, aber ansonsten. Ich glaube, ich kenne tatsächlich niemanden direkt, der irgendwie einen vorne Namen hätte oder irgendwie das in Verbindung zu welchen Adels steht. Ich bin tatsächlich. Ich bin ja selber ein Arbeiterkind und das ist, ja, ich kenne eigentlich wirklich niemanden. Na, mal sehen, was Hagen zu sagen hat. Reinhold schickt mich. Er sagt, du hast einen Auftrag für mich. Du musst dann wohl derjenige sein, den sie gerade zum Legaten ernannt haben, richtig? Richtig. Ich kann einen weiteren Mann gebrauchen. Kommen wir ohne Umschweife zu deinem Auftrag. Meine Späher berichten von über einem halben Dutzend Menschen, die sich dem langen Arm Kalans entziehen wollen. Ketzer! Hey, finde sie und bringe ihnen ihre gerechte Strafe. Komm erst wieder, wenn sie tot sind.
Über ein halbes Dutzend abtrünnige Ketzer? Ja? Sind das etwa zu viele für dich? Nein, ich wollte mich nur vergewissern, dass der Auftrag nicht so leicht für mich ist. Die Einstellung gefällt mir, Legat. Wegtreten! Was so militärisch, diese Leute hier. Hagen gefällt das, das ist ja schön. Ich werde irgendwelche Leute niederschießen, das klingt halt irgendwie falsch. Ich weiß nicht, ob ich damit da irgendwie einverstanden bin, das ist... Ich weiß ja nicht. Meine persönliche Barschaft. Das gibt mir ein bisschen... Was ist das denn? Wo wohnen die denn? Wehrlose Abdrüngige. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Mission vielleicht nicht auf moralisch grundfesten Boden steht. Man könnte behaupten, wir befinden uns in einer Grauzone. Na, jetzt schauen wir mal, ob wir was machen können. Ach, guck mal hier, Brennstoff. Wenn ich so einen Flammenwerfer hätte, würde das sogar noch richtig was bringen. Sag jetzt nicht, die stehen da oben auf diesen Felsen. Ich hatte gerade richtig gelesen habe, sind die oben auf diesen Felsen. Oh, nee. Kann ich nicht an die überall Viecher? Ich kann mich erinnern, dass ich... Ah, hier waren überall Viecher. Ich kann sagen, ich kann mich erinnern, dass ich mich hier irgendwie durchgeschlichen habe. Wie komme ich denn da am besten hoch? Die Lava war nicht immer hier. Ja gut, das Schöne an diesen... Ich fühle mich ein bisschen wie Icarus, nur dass ich Boden von unten anfange. Hübsch hier. Hallo, grüß dich, Kaya. Läuft ja auch, ne? Tja, ne? Da hinten liegt irgendwas. Ich weigere mich. Gut, dass ich voll gespeichert habe, bevor ich jetzt... Ich habe das schon geahnt, dass wenn ich hier klettern will. Was? Burn deckt irgendwie Quest rein, die ich noch nicht entdecken. Na gut, die hättest du aber auch nicht entdecken können. Das ist ja eine Kleriker-Quest, die ich gerade mache. Mit den Abdrüngigen. Ja, ansonsten siehst du mal wieder, dass ich ein Talent dafür habe, Dinge zu entdecken. Du kannst ja neuerdings bei Twitch so Tags setzen. Ich habe mir heute den Exploration-Tag reingesetzt. Und du siehst, dass ich diesen Tag durchaus verdiene. Wieder so Rohre. Spricht irgendwie was dafür, dass die Rohre erst später gebaut wurden, weil. Also, wie die Berge hier, diese Risse hier sind ja irgendwie neu und da hätten die Rohre ja sich mit beschädigen sollen. Aber wer die verlegt, dann bitte schon hier Rohre. Elixit, Eisenerz. Genau, Tiax, du warst einfach nur zu unsauber. Da bin ich immer sehr gespannt, ob man mit den Abdrüngigen reden kann. Und wieder anfangen rumzuballern. Das sieht nicht so aus. Bist du auch aus dem Hort geflohen? Nein. Nein. Du bist doch nicht zufällig hier vorbeigekommen. Was willst du hier? Wieso seid ihr aus dem Hort geflohen? Wieso sollte ich dir vertrauen? Weil ich ein Freund bin. Ja. Na klar, ich erinnere mich an dich. Entschuldige, dass ich dich nicht gleich wiedererkannt habe. Wir sind aus dem Hort geflohen, weil wir nicht suggestiert werden wollten. Wir sind dorthin verschleppt worden, gegen unseren Willen. Bei uns muss ein Suggestionslehrling am Werk gewesen sein. Wir alle haben irgendwann erkannt, dass wir gegen unseren eigenen Willen gehandelt haben und hielten es nicht mehr aus. Wir flohen, weil wir sonst von einem besseren Suggestor unseres freien Willens beraubt worden wären. Nee. Keiner von uns wird jemals dorthin zurückkehren. Eher sterben wir. Man kann ich jetzt jeden einzelnen suggestieren? Warte mal, Kriegsheld? Ich wurde von Hagen geschickt. Ich habe es befürchtet. Und jetzt bist du hier, um uns zu töten? Gib mir einen Grund, es nicht zu tun. Die meisten von uns sind unbewaffnet. Es wäre kein fairer Kampf. Das reicht mir nicht. Gib mir einen weiteren Grund. Wir haben Familie. Wir wollen doch nur zurück zu unseren Familien.
Du hast mich überzeugt. Ich lasse euch am Leben. Wir danken dir. Wirklich. Wir werden auch nicht mehr lange hier bleiben. Wir werden versuchen, uns durch die Berge zu schlagen. Wir holen unsere Familien und sind für immer weg aus diesen verfluchten Landen. Du kannst den Klerikern erzählen, was du willst. Wir werden nicht mehr da sein, falls sie uns suchen kommen sollten. Danke dir vielmals, Fremder. Sehr gut. Ob ich mit der Story bei Hagen durchkomme? Ich ahne, wie das noch ein böses nachsteht. Hätte ich nicht einfach alle suggestieren können? Also abbringen. Du bist okay. Kerle wie du sind in Ordnung. Gut, dich zu sehen. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Ich habe leider keine Zeit. Aha. Ich gehe mal zu Hagen und erstatte Bericht. Aber ich ahne irgendwie, dass das ein Nachspiel hat. Verdient hat er das nicht. Ja, ja. Wenn das jemand glaubt. Andererseits scheinen wir in Suggestion ziemlich gut zu sein. Andererseits, bisher hatten sie ja auch niemand versucht zu suggestieren, außer einmal halt Falk, aber Falk kann es halt auch einfach nicht. Kannst du. Wie gesagt. Verdammt. Ich hoffe, dass sie jetzt mal ein paar Hinweise hat, nachdem ich schon ein bisschen was gefunden habe. Wo war denn jetzt der verdammte Kampftempel? Ich muss vielleicht mal zu meinem Quest. Ich kann auch mal meinen Questgeber suchen. Ich habe bereits meinen Questgeber blockiert, aber hä? Oh, der Quest führt mich doch zu Hagen. Zu Balder oder nicht? Ah, ne, doch nicht. Aber meint. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Guten Tag, Hagen. Das Problem mit den abtrünnigen Ketzern ist erledigt. Sehr gut. Dann geh und melde das bei Reinhold. Er hat zu entscheiden, ob das bereits ausreicht. Wegtreten! Also an sich habe ich nicht gelogen. Na gut, ich habe doch gelogen. Weil ich habe zwar gesagt, das Problem mit den abtrünnigen Ketzern ist erledigt. Aber ich habe ja explizit die Aufgabe gekriegt, ich soll nicht zurückkehren, bevor die nicht tot sind. Und da ich zurückgekehrt bin, ist es wahrscheinlich schwierig zu verhandeln, dass ich da nicht ganz gehorsam war. Also einfach die Zivilisten über den Haufen schießen wäre halt auch ein bisschen frech gewesen. Naja. Hallo, Reinhold. Wegen meiner Pflichten als Legat. Ich habe mich um die abtrünnigen Ketzer gekümmert. Haben sie ihre gerechte Strafe erhalten? Sind sie tot? Wann habe ich letztes Mal gespeichert? Ach komm. Ich habe sie nicht getötet. Ich bin enttäuscht, mein Sohn. Aber bevor ich über dich richte, nenne mir deinen Grund, wieso du das getan hast. Es waren keine abtrünnigen Ketzer. Eure Informationen waren falsch. Ach, und was waren sie sonst? Es waren Outlaws, die sich als Kleriker verkleidet hatten, um ungehindert durch Ignadon reisen zu können. Und da dachtest du dir, sie am Leben zu lassen, wäre in Ordnung. Das habe ich mir gedacht. Nur Befehle ausführen, ohne nachzudenken. Aber wie dem auch sei, danke für deine Ehrlichkeit. Auch wenn ich Schwäche normalerweise in unseren Reihen nicht dulden kann, werde ich bei dir dieses Mal eine Ausnahme machen. In diesen Zeiten ist Loyalität und Ehrlichkeit beinahe so schwer zu finden wie wahre Stärke. Ich kann nicht beides von dir erwarten. Dein Willen im Sinne Kalans zu handeln spricht für dich. Gegen eine kleine Spende werden wir dich in den Rang eines Regenten erheben, wenn du die nötige Erfahrung mitbringst. Nein. Wann war mein letztes Quicksilver? Wir machen das mal. Wir machen das mal Safe Game hier. Ich muss jetzt eigentlich sowieso Schluss machen, aber ich möchte eigentlich noch schnell sehen, was die Alternative gewesen wäre. Das ist auch 25. Ja, das war ja klar, dass das nächste Level ein bisschen höher ist. Das hatte ich mir ja schon gedacht, mal automatisch speichern, weil das ist. Das war 53, das war bevor ich mit den Leuten geredet habe, oder? Ja, wir können doch noch. Das können wir auch noch schnell. Oder war das bevor ich mit Ball. Nee, das. Ah, nee, das war bevor. Oh gut, das kriegen wir hin.
ist. Erstmal Pause machen. Muss ich zwar noch mal kurz hin zurückrennen, aber das ist. Das schaffen wir jetzt auch schnell. Wenn wir was durch die Dialoge durchskippen, haben wir es ja auch gut gemacht. Noch mehr Eisen, jetzt fällt ja überall runter. Die sollten echt mal ihre Förderbänder kontrollieren. Die sind nämlich nicht undicht. Sieht noch steht bald da wieder woanders. Das ging ja echt schnell gerade. Ich finde die Ehrlichkeitsvariante tatsächlich mit am besten. Weil da kann uns dann am Ende keiner mehr. Vor allen Dingen Ehrlichkeit, wir waren ja nicht mal ehrlich, ne? Ich hatte Mitleid. Danke für deine Ehrlichkeit. Auch wenn ich Schwäche normalerweise in unseren Reihen nicht dulden kann, werd in die. Ich kann dein Willen gegen ein. Nicht. Also die, wenn ich sage Schwäche. Wegen. Ich. Danke. Okay, egal wie du es löst, ist halt immer dumm. Okay, also ich hätte gedacht, dass es da vielleicht irgendwie Unterschiede gibt, aber. Na gut, dann kann ich auch einfach die Variante nehmen, dass ich. Wegen. Ja, ich habe sie getötet. Bist du auch ehrlich zu mir? Ich rate dir. Nein! Ich bin enttäuscht, Mann. Ach. Danke. Auch wenn. Leute, jetzt sagt er wieder. Okay, das ist die dämlichste Variante. Lügen und dann nicht richtig lügen können. Das ist eigentlich die beste Variante. Da krieg ich immer noch Bonuspunkte bei Kaya, ne? Dann machen wir das. Beim anderen habe ich gerade nichts anderes gemacht, außer ich gerade falsche angenommen habe vom Runterspringen, aber das ist eigentlich egal. Lügen wirklich lernen. Ich dachte eigentlich auch, dass ich Persönlichkeit 5 habe. Muss aber wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Persönlichkeit erwähnen. Naja, du wirst sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.